Für viele Investoren war das Jahr 2020 ja ein sehr schwieriges Jahr. Heute möchte ich mich gerne mit Markus Buchmann von der Conservative Concept Portfolio Management AG aus Frankfurt unterhalten, der in eben diesem schwierigen Jahr seinen Gamma Plus Fonds, eine Absolute Return Strategie, aufgelegt hat. Und gleichzeitig möchte ich auch gerne hören, welche Erwartungen er für die kommenden Monate in 2021 hat. Hi Markus, danke, dass du... Hallo Olli, grüße dich. Hi. Wie eingangs erwähnt, hast du ja vor rund 6 Monaten jetzt deinen Gamma Plus Fonds aufgelegt, der eine Allwetterstrategie darstellen soll. Kannst du uns ein erstes Zwischenfazit geben, wie dein Fonds performt hat? Ja, kann ich auf jeden Fall, Olli. Danke dir für die Frage. Ich bin mit dem ersten halben Jahr wirklich definitiv zufrieden. Was die Performance angeht, liege ich aktuell live to date bei gut 1,5%. Das heißt, da bin ich auch auf einem guten Weg. Und was die Assets angeht, konnte ich bisher über 15 Millionen Euro einnehmen, wofür ich sehr dankbar bin und mich sehr darüber freue. Und ja, auch darüber hinaus ist das Marktsounding für mein Produkt wirklich sehr, sehr gut. Also die Investoren erkennen den USP und die Abgrenzungsmerkmale zu klassischen Absicherungs- und Prämienstrategien, nämlich positive Carry auf der Upside erzielen, ohne Netto-Short-Selling und konvexes Auszahlungsprofil auf der Downside, was für den Investor bedeutet, dass er auch Gewinnmöglichkeiten in der Krise hat. Und der Gamma Plus löst damit quasi 2 Probleme, nämlich einmal stabiles Wertwachstum, Kapitalwachstum und auch Kapitalerhalt und Absicherung. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem ersten halben Jahr. Wie eingangs erwähnt, ist ja dein Gamma Plus Fonds eine absolute Return-Strategie. Und wie wir beide wissen, haben ja im letzten Jahr, besonders im März 2020, viele Absolute Return Manager nicht das halten können, was sie ihren Anlegern versprochen haben. Du hast jetzt in der ersten Frage schon angerissen, aber könntest du noch konkreter erklären, wie deine Strategie aufgebaut ist und wie du positioniert bist? Auf jeden Fall, sehr gerne, Olli. Ja, die Gamma Plus Strategie unterscheidet sich von anderen Prämienstrategien vor allen Dingen dahingehend, dass es keine Put-Right- und keine Short-Selling-Strategie ist. Und trotzdem einen positiven Erwartungswert aufweist. Es ist sogar so, dass immer mehr Long-Derivate im Portfolio gehalten werden als Shorts. Das heißt, es gibt immer einen Überhang an Long-Optionen im Portfolio. Damit entfallen für den Anleger die typischen Tail-Risiken, wie wir sie auch im März erlebt haben. Und der Anleger kommt mit meinem Produkt gelassen durch die Krise. Speziell umgesetzt wird es mit einem Derivateportfolio, das aus börsengelisteten Indexoptionen besteht, ausschließlich US und Europa. Auf Randmärkte und Nischenmärkte wird aus Gründen der möglichen Illiquidität verzichtet. Und der Gamma Plus ist ein durch und durch konservativer und defensiver Fonds. Und dieser Sicherheitsaspekt, der zeigt sich auch in vielen anderen Nuancen. Zum Beispiel verzichten wir gänzlich auf OTC-Derivate, auch aus Gründen des Kontrahentenrisikos und des Liquiditätsrisikos. Und selbst der Anleiheunterbau besteht nur aus deutschen und US-Staatsanleihen sowie KfW-Anleihen und Anleihen der Bundesländer. Natürlich haben diese im Moment eine Negativrendite, die wird aber bewusst in Kauf genommen, weil der Gamma Plus nicht nur was die Derivate-Seite angeht, wo wir immer einen Long-Überhang im Portfolio haben, um entsprechend unsere Downside-Risiken im Griff zu haben, sondern auch in allen anderen Nuancen. Auf Aktienprodukte als Underlying wird auch verzichtet aus Gründen des unsystematischen Risikos. Das wollen wir auch eliminieren. Von daher ist der Gamma Plus in der Umsetzung sehr, sehr defensiv, konservativ, bis hin sogar zum Anleihe-Collateral. Wenn ich das dann richtig verstanden habe, ist dein Gamma Plus Fonds ein Hybridfonds aus den klassischen Gruppierungen der Risk Premier als auch der Absicherungsstrategie. Absolut richtig, Olli. Er ist quasi der erste Hybrid, der Elemente der klassischen Risikoprämienfonds mit Elementen der klassischen Absicherungsstrategien, also Black Swan Fonds, Tail Hedge Fonds, miteinander kombiniert. Das heißt also für den Investor auf der Upside eine prognosefreie, unkorrelierte Rendite, 3-6%. Und bei Marktverwerfungen greift durch den Überhang an Longs
Der Tailhedge. Und der Fonds ist sogar in der Lage, von Marktverwerfungen zu profitieren und auch im Crash Erträge zu generieren. Und dadurch ist er quasi, sind zwei Lösungen in einem Produkt. Und daher ist der Name Hybrid eigentlich sehr, sehr richtig von dir, ja. Kannst du uns abschließend noch deine Erwartungen für die kommenden Monate in 2021 geben, als auch erläutern, wie du dich, deinen Fonds und somit auch deine Anleger auf diese kommenden Monate vorbereitest? Ja, sehr gerne, Olli. 2021 wird sicherlich ein sehr spannendes Jahr. Also ich denke, es kann uns alles geboten werden. Von immer neuen Allzeithochs, natürlich hervorgerufen durch die Geldschwemme der Notenbanken, als natürlich auch der ein oder andere heftige Crash und Korrektur, wenn der Fokus der Marktteilnehmer sich wieder auf die wirtschaftlichen Risiken der im Zuge der Corona-Pandemie richtet. Aber der Gamma Plus ist ja nicht umsonst eine Allwetterstrategie. Das heißt, er ist von seiner Basiskonstruktion schon in der Lage, beide Szenarien, die ich eben angesprochen habe, sehr gut zu handeln. Also von daher blicke ich sehr gespannt auf das neue Jahr, was uns von der Marktseite her erwartet, aber auch mit sehr viel Gelassenheit. Sollten wir ein ruhiges Jahr erleben mit steigenden, stagnierenden Kursen, dann haben wir ganz normal unsere positive Carry, unseren Prämienüberschuss und generieren unsere Rendite. Sollte es aber tatsächlich den einen oder anderen Crash geben, können wir das auch sehr gut handeln, weil dann eben der Hedge greift, weil wir eben mehr Long Puts im Portfolio haben als Short Puts. Und dann können wir sogar vom Crash auch noch profitieren. Von daher blicke ich eigentlich sehr frohen Mutes auf dieses Jahr. Danke für deine Einblicke und deine Zeit und ein ruhiges Händchen im Jahr 21. Danke dir, Olli. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute und komm gut ins neue Jahr. Dankeschön.